Tag Leute und herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video. Es ist mal wieder Game Test Zeit und wir von der TechRadar Redaktion haben uns für euch einmal Resident Evil 8 bzw. Resident Evil Village angeguckt. Und für wen dieses Spiel etwas ist, ob es auch für Neueinsteiger etwas sein kann, das alles erfahrt ihr jetzt hier in diesem Game Test. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und noch eine Sache, bevor es losgeht, wäre es ganz nett, damit wir wissen, dass euch diese Videos hier auch gefallen, wenn ihr uns das in Form von irgendeiner Aktion wissen lasst. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar runter in die Kommentarspalte oder noch besser, abonniert diesen Kanal und lasst die Glocke bimmeln, damit ihr kein kommendes Video mehr hier auf diesem Kanal verpasst. Jetzt aber los und rein in Village. Resident Evil Village ist der Nachfolger des von der Kritik hochgelobten Resident Evil 7. Während dort die Action gegenüber der Survival-Horror-Erkundung die zweite Geige gespielt hat, versucht Village dies etwas auszugleichen. Bei uns in der Redaktion hat der Anfang des Spiels unterschiedlich gezündet. Ich persönlich empfand ihn ein wenig zu vorhersehbar, Stefan wiederum lief es kalt den Rücken herunter. Vielleicht liegt es aber auch an der Tatsache, dass ich den Vorgänger auf der PlayStation VR gespielt habe und bis heute der Meinung bin, dass es eines der eindrücklichsten Erlebnisse in der virtuellen Realität war und es wohl daher einiges mehr braucht, um mich bei Horrorgames abzuholen. Wer in Resident Evil 8 erst einsteigt, muss sich zunächst einmal keine großen Gedanken darüber machen, wann und wie er die ganzen Vorgänger in seinen Spielezeitplan integriert. Denn wirklich relevant ist eigentlich nur Teil 7 und der wird am Anfang nochmal kurz und bündig zusammengefasst. Selbstverständlich bringt euch das nicht auf den gleichen Wissensstand, wenn ihr ihn tatsächlich gespielt hättet. Village legt an vielen, wenn auch nicht an allen Stellen, ein gutes Tempo vor und gibt dir trotzdem die Zeit, Umgebung und Charaktere in dich aufzunehmen und jeden Winkel zu erkunden. In echter Resi-Manier eben. Gleichzeitig feuert das Spiel ein paar Mal pro Stunde ein neues Setpiece auf dich ab, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Das ist meiner Meinung nach mal mehr, mal weniger gut gelungen. Wie der Titel vermuten lässt, spielt Resident Evil 8 die meiste Zeit in einem Dorf und die Umgebungen, die du erkunden kannst, sind alle wirklich eindrucksvoll umgesetzt. Auch wenn ich noch einen großen Kritikpunkt anzuführen habe, den ich aber gleich näher ausführe. Ohne zu spoilern, was die Story für dich bereithält, variiert jeder dieser Umgebungen ziemlich stark, wobei sich auch das Dorf selbst, als der zentrale Knotenpunkt für alle Orte, mit der Zeit verändert. Das hilft, das Gameplay frisch zu halten, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Design der Resident Evil-Spiele oft dazu geführt hat, dass du alte Mechaniken entsprechend wiederholen musstest. Wir fanden, dass jeder Schauplatz an einem bestimmten Teil der Resident Evil-Reihe angelehnt ist. Das Schloss erinnert vom Layout her sehr an die Villa des ersten Resident Evil, das Dorf hingegen an die Eröffnungsszene des vierten Teils. Village fühlt sich also an einigen Stellen wie eine Hommage an seine Vorgänger an. Doch kommen wir jetzt nochmal zu dem Kritikpunkt, den ich näher ausführen wollte. Einen wirklichen Atmosphärekiller habe ich bekommen bei den Interaktionsmöglichkeiten in der Welt, beziehungsweise den nicht vorhandenen Interaktionsmöglichkeiten. Besonders im Schloss bei den Vampirladies ist mir das stark aufgefallen. Wer zur Hölle kommt auf die Idee, so eindrucksvolle Assets in die Welt zu implementieren, die gerade dazu einladen, mit ihnen zu interagieren, aber genau das nicht ermöglichen. Stattdessen stehen weiße Vasen in dem Schloss, die man zerkloppen kann, um dann Loot rauszuholen. Sorry Capcom, aber überzeugendes Worldbuilding funktioniert meines Erachtens nach ein bisschen anders. Wie auch schon beim Vorgänger spielen wir das komplette Game aus der First-Person-Perspektive. Und während Ethan nach seiner Tochter sucht, stellen sich uns im Dorf die ein oder anderen Kreaturen in den Weg. Wir können mit Pistole, Flinte, Scharfschützengewehr als auch mit Rohrbomben und Minen dem Feind gegenübertreten. Viel mehr Abwechslung bei den Waffen dürft ihr allerdings nicht erwarten. Wenn euch die Feuerkraft oder Nachladegeschwindigkeit zu low ist, könnt ihr zum Duke eures Vertrauens gehen und dort gegen Geld eure Waffen upgraden oder Munition erwerben, die zumindest bei mir hin und wieder mal recht knapp wurde. Was ich auch recht cool fand, ist, dass der Duke nicht einfach nur ein beleibter Händler ist, sondern auch in der Story eine tragende Rolle spielt und an der ein oder anderen Stelle als eine Art Guide fungiert. Neben Lyrkanern, Zombies und Gargoyles, die nebenbei bemerkt manchmal nicht wirklich die Reaktion aufweisen, die ich mir wünsche, wenn ich eine Kugel aus meiner Flinte abfeuere, gibt es natürlich auch noch Gegner, die nicht ganz so einfach das Zeitliche segnen.
Ich spreche von den Bossen. Die Bosse in Resident Evil 8 werden erzählerisch wirklich gut aufgebaut und man denkt, man tritt ja gleich einer wirklichen Bedrohung gegenüber. Allen voran die Vampir-Lady Dimitrescu und ihre Töchter. Kommt dann allerdings der lang ersehnte Showdown, enttäuscht dieser eher. Gefühlt musste ich ein bis maximal zwei Mechaniken herausfinden, diese wiederholen und dann war der Boss, der über Stunden hinweg als Bedrohung aufgebaut worden ist, auch schon wieder weg. Es hat jedenfalls kein befriedigendes Gefühl in mir ausgelöst, dass ich hier gerade eine Herausforderung gemeistert habe. Es war eher, dass ich eine eindrucksvolle Cutscene vorgesetzt bekommen habe, in der ich auch mal drei Tasten drücken durfte. Gameplay-technisch solltet ihr hier also keine allzu großen Erwartungen haben, beziehungsweise keine tiefgehenden. Es erfüllt seinen Zweck, aber es als herausragend gut zu bezeichnen, wäre deutlich übertrieben. Die Grafik und der Sound von Resident Evil 8 sind wirklich Meisterklasse, da gibt es kaum irgendetwas auszusetzen. Allerdings bringt das eben recht wenig, wenn man so Top-Grafik bzw. auch einen Top-Sound hat, aber eben diese Kategorien nicht Hand in Hand mit dem Worldbuilding bzw. mit dem Gameplay gehen und so können sich eben auch Grafik und Sound nicht in ihrer vollen Gänze entfalten und eben zu einem wirklich immersiven Spielgefühl führen. Wir haben Resi 8 übrigens auf der PlayStation 5 gespielt und haben uns natürlich auf das haptische Feedback des Controllers gefreut. Das ist tatsächlich auch nicht verkehrt und es fühlt sich immer ein Stück immersiver an, wenn man den Triggerpunkt am Abzug der Waffe eben auch am Controller fühlt. Setzt man das haptische Controller-Feedback allerdings in Relation mit einem Returnal, müsste Resident Evil 8 noch einiges obendrauf legen, um an das Niveau heranzukommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Resident Evil 8 im Gegensatz zu Returnal nicht exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt worden ist. Okay Leute, es ist soweit. Kommen wir mal zum Fazit. Resident Evil 8 kann natürlich mit zwei Dingen wirklich punkten. Und das ist zum einen der Sound und zum anderen die Grafik. Die ist wirklich absolut großartig und kann sich auch auf der neuen Konsolengeneration definitiv sehen lassen. Doch, Leute, sind wir auch mal ganz ehrlich. Ein Spiel, beziehungsweise ein gutes Spiel, macht so viel mehr aus als gute Grafik. Denn Gameplay, Worldbuilding, Grafik und technische Umsetzung müssen zwingendermaßen Hand in Hand gehen, damit ein wirklich gutes Spielgefühl auch aufkommt. Und genau das schafft Resident Evil, je länger man es spielt, leider nicht. Die ersten Stunden von Resident Evil 8 sind durchaus vielversprechend, doch je länger man das Spiel dann spielt, desto weiter schraubt man seine Erwartungen auch nach unten. Und das ist furchtbar schade, denn sein Vorgänger, Resident Evil 7, hat bei mir einen wirklichen Stein im Brett. Denn es war für mich das erste Resident Evil und dazu habe ich das Ganze in der virtuellen Realität erlebt. Und Leute, ich kann euch sagen, bis heute ist es einer der intensivsten VR-Erfahrungen, die ich bisher hatte. Und an diesem Punkt hatte ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen an Resident Evil 8, beziehungsweise habe mir ein ähnliches Erlebnis wie bei seinem Vorgänger erhofft. Vielleicht können wir ja mit einem VR-Update nächstes Jahr rechnen, wenn dann die PlayStation VR 2 auf den Markt kommt und wir als Einstiegstitel einen wirklichen Gruselfaktor haben, denn wirklich viele Szenen in diesem Spiel hätten super in der virtuellen Realität funktioniert. Um es nochmal kurz zu machen. Für Leute, die wie ich erst mit Teil 7 in die Reihe eingestiegen sind oder es jetzt erst mit Teil 8 tun, naja, kann ich sagen, ihr dürft eure Erwartungen nicht allzu hochschrauben. Die Grafik ist hübsch anzusehen, aber vom Gameplay her solltet ihr nicht allzu viel erwarten. Ähnlich bei der Story. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für eingefleischte Resident Evil Fans ein Fest war, die ganzen Anspielungen zu den vorherigen Teilen zu sehen. Ich bin da auch immer sehr nostalgisch, was sowas angeht. Letztendlich bin ich aber kein Resident Evil Fan, sondern bin erst mit dem 7. Teil in die Reihe eingestiegen und muss sagen, da fand ich den Vorgänger deutlich besser. Wenn du zufällig ein Resident Evil Fan bist, schreib doch deine Meinung auf jeden Fall runter in die Kommentare rein. Interessiert uns von der TechRadar Redaktion auf jeden Fall sehr, was eingefleischte Fans eigentlich zu diesem Teil sagen. Okay Leute, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den ausführlichen Test zu Resident Evil 8 von der gesamten TechRadar Redaktion lesen wollt, findet ihr den unten in der Videobeschreibung. Ansonsten checkt auf jeden Fall mal hier die Videos aus, die wir sonst so machen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin erstmal wieder draußen, euer William von TechRadar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.